Guten Tag. Ich wollte mir es nicht nehmen lassen, Sie persönlich auf unserer Webseite zu begrüßen. Mein Name ist Mustafa Kocatürk. Ich bin Bauingenieur und Geschäftsführer der Firma Below Software. Bevor ich Sie in Ruhe auf unserer Webseite stöbern lasse, möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, was Sie alles auf unserer Webseite finden können. Unsere Firma hat zwei Schwerpunkte. Eines davon ist das Thema BricsCAD. Wir verkaufen Ihnen BricsCAD mit all den zugehörigen Dienstleistungen wie Schulungen im 2D-Bereich oder auch im 3D-Bereich und die zugehörige Hotline. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was BricsCAD ist: BricsCAD ist eine alternative CAD-Plattform. Es lässt sich genauso bedienen wie AutoCAD. Es liest und schreibt direkt das DWG-Format. Und was mich besonders freut, es kostet nur etwa ein Zehntel vom AutoCAD. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Tiefbau. Wir bieten Ihnen Lösungen von der Vermessung angefangen, über die digitalen Geländemodelle mit Massenermittlung, die Straßenplanung, Schleppkurvenanalysen, Deckenhöhenplanung oder die Kanalplanung mit der Kanalbewertung nach den neuesten Vorschriften bis hin zur Bauabrechnung. Alle unsere Applikationen sind sowohl auf BricsCAD als auch auf AutoCAD lauffähig. Lassen Sie mich Ihnen noch ein Geheimnis verraten. Unsere Tiefbaulösungen gehören zu den besten weltweit. Nehmen wir da zum Beispiel die Straßenplanung. In der Straßenplanungslösung können Sie zum Beispiel, während Sie sich Ihre Querschnitte anschauen, sofort von der Software darstellen lassen, wo welche Leitungen auf welche Höhe im Erdreich liegen. So kann es zum Beispiel nicht passieren, dass eine notwendige Überdeckung nicht beachtet wird. Oder nehmen wir das Thema Bauen im Bestand. Sie können in unserer Software von den Rändern her Ihre Gradiente ermitteln lassen. Bedeutet, Sie nehmen Zwangspunkte von Ihrem Vermesser, das können Grundstückszufahrten oder Hauseingänge sein, können sagen, geh von diesem Zwangspunkt aus mit 2,5% Richtung Fahrbahn, das ist die Neigung unseres Gehweges zum Beispiel, können direkt noch einen Versatz für unseren Bordstein definieren und dann die Neigung für die Fahrbahn festlegen und schon errechnet Ihnen die Software die komplette Gradiente. Das spart unheimlich viel Zeit, vor allem im Bestand. Oder nehmen wir mal das Thema Schleppkurven. In unserer Schleppkurvensoftware können Sie den Fahrzeugen sagen, du Fahrzeug, bleib bitte mit deiner rechten Seite oder mit deiner linken Seite entsprechend einen halben Meter von dieser Linie weg. Diese Linie kann zum Beispiel ein Bordstein oder eine Wand sein. Das ist auch genau die Denkweise eines Planers. Wenn der Planer sich einen Plan anguckt oder eine Linie anguckt, sagt er sich, okay, das Fahrzeug müsste von dieser Linie einen halben Meter wegbleiben. Und genau das können Sie auch der Software mitteilen. Oder Sie erhalten auf Knopfdruck eine Videodatei im AVI-Format von Ihren Schleppkurvenanalysen. Diese können Sie dann einfach in eine E-Mail packen und Ihrem Auftraggeber, der möglicherweise fachfremd ist, einfach zukommen lassen. Er kann es doppelklicken und sofort sich anschauen, ob Ihre Planung funktioniert oder ob Sie noch Grunderwerb tätigen müssen. In unserer Schleppkurvensoftware haben wir bereits alle Bemessungsfahrzeuge natürlich enthalten. Sie haben auch die Möglichkeit, eigene Fahrzeuge zu definieren. Wir haben aber bereits eine sehr große Fahrzeugbibliothek mit enthalten. Unter anderem finden Sie dort auch den Gigaliner. Der ist ja zurzeit in aller Munde, obwohl er in Deutschland noch nicht zugelassen ist, aber die Planungen müssen teilweise schon darauf ausgelegt sein. Auch dieses Fahrzeug finden Sie direkt in der Bibliothek. Auch natürlich ein sehr wichtiges Thema, die Rückwärtsfahrt. Sie können mit unserer Schleppkurvensoftware analysieren, ob ein Sattelzug zum Beispiel rückwärts an die Laderampe eines Supermarktes heranfahren kann. Sehr wichtig. Sie können mit unserer Schleppkurvensoftware auch die Schleppkurven in der Seitenansicht überprüfen. Bedeutet, Sie können schauen, ob ein Fahrzeug irgendwo mit der Durchfahrtshöhe Probleme hat oder ob es eventuell aufsetzt. Oder nehmen wir unsere Software für die Deckenhöhenplanung. Mit dieser Software können Sie die Höhen von Plätzen wie zum Beispiel Einmündungen, Kreuzungen, Kreisverkehrsplätze oder ganz normalen Parkplätzen in einer atemberaubenden Geschwindigkeit berechnen. Das Geniale an dieser Software ist, dass Sie die Neigung zwischen zwei Punkten festlegen können und die Software alles andere selbst macht. Das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Alle unsere Softwarelösungen können Sie sich in kurzen Online-Präsentationen anschauen. So, jetzt lasse ich es aber wirklich in Ruhe stöbern. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.